Der Hering zählt sicherlich zu den vielseitigsten Fischen in der Küche. Du kannst ihn braten, du kannst ihn einlegen, kannst ihn räuchern und du kannst ihn asiatisch machen. Und genau das machen wir jetzt. Als Beilage machen wir uns erstmal einen leckeren Glasnudelsalat. Neben den Glasnudeln nehmen wir einfach verschiedene Gemüse, so wie Möhren, Lauchzwiebeln, rote Zwiebeln, Spitzpaprika. Da könnt ihr aber verwenden, was euch schmeckt. Diese werden alle in feine Streifen geschnitten und anschließend mariniert. Die Glasnudeln lässt man 15 Minuten lang in gesalzenem heißem Wasser durchziehen. Anschließend, nach dem Abgießen, wird das Ganze mit Sesamöl mariniert. Ob die Nudeln wirklich gar sind, erkennst du daran, dass der Kern durch und durch glasig ist. Unser asiatisches Dressing besteht aus Granatapfelkern, Chilisauce, Austernsoße, etwas neutralem Öl und einen guten Spritzer Limettensaft. Um den Salat zu verenden, brauchen wir jetzt noch ein bisschen fein geschnittenen Koriander, ein bisschen Chili und natürlich eine gute Prise Salz. Während der Salat mariniert, kümmern wir uns um den Hering und natürlich um den Teig. Hierfür verwenden wir Eier, Stärke und Wasabi. Die Heringe werden nun filetiert, von den Bauchgräten befreit und der Länge nach halbiert. Zu guter Letzt machen wir uns noch aus Mayonnaise, Limettensaft, Sriracha und einer Prise Salz einen leckeren Dip. Die Heringsstreifen nun melieren, durch unseren Teig ziehen und in heißem Fett frittieren. Das ist mein asiatischer Hering. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und natürlich guten Appetit.